Hey ho meine Lieben, neues Grilljunkie Hardware-Ecke Video. Ja, wie soll ich das Video heute nennen? Meine Probleme mit Asus Aura Sync. Ja, ganz genau. Ich habe ganz gewaltige Probleme mit dem Aura Sync von Asus. Und eigentlich habe ich so einen dicken Hals. Ich habe mir noch was geleistet. Und zwar den ROG Aura Terminal. Asus Sync geeignet. Ist ja klar. Ist ja auch von denen. Ja, mit 4 adressierbaren RGB-Headern. Sprich, ich bin davon ausgegangen, da man ja das Ding auch intern verbauen kann, extra Kabel dabei ist, alles wunderbar, dass man mit diesem Teil ja die angeschlossenen RGB-Lüfter, LED-Stripes etc. pp. Wirklich einzeln konfigurieren kann. Sprich, ich wollte in meinem PC, wie soll ich sagen, mehrere Effektzonen einrichten. Ja, zum Beispiel unten beim Netzteil wollte ich schön rotes pulsierendes Licht haben. Funktioniert nicht. Meines Erachtens nach ist diese Software nicht komplett. Scheiße würde ich auf keinen Fall sagen. Wenn man alles synchronisieren möchte, funktioniert die Aura Software hervorragend, muss ich sagen. Aber nicht, wenn man verschiedene Effektzonen einrichten will. Hey, jetzt habe ich es rausgebracht. Ja, und dann habe ich noch ein paar ganz andere Probleme mit dem Aura-Programm. Also, da denke ich mal auch, lebt ihr hinter dem Mond, Asus? Was soll die Kacke? Aber ich richte mal die Cam auf den Monitor und da zeige ich euch, was ich damit meine. Und dann sage ich auch noch, ja, was die Helden vom Service Center vom, mir zurückgeschrieben haben. Haben wir mein altes Polochen? Ja, wo haben wir es jetzt? Das Armory Crate, oder wie man das auch immer ausspricht, mache ich jetzt mal auf. Und hier sind alle synchronisierten Geräte drin. Das Mainboard, das, die Grafikkarte, die Wasserkühlung. Dann haben wir hier den ROG Aura Terminal, Addressable Stripe. Die sind ja eigentlich davon abhängig, was hier das Mainboard ausgibt, weil die hängen ja hier alle auf dem Ausgang vom Mainboard. Ja, und jetzt kommt's. Also, 1, 2, 3, 4, 5 Geräte. Jetzt gehe ich hier oben auf Geräte. Ihr seht es, klickt es an und was kommt? Nur das Mainboard und die Wasserkühlung. Sprich, hier kann ich, oder das ist das Einzige, was ich abändern kann, das Display von der Wasserkühlung. Der kann ich einen einzelnen Effekt zugeben, sprich einen von denen hier. Das sind eigentlich ja auch nicht alle. Und ansonsten geht nichts. Man könnte, wo war es jetzt? Tut, tut,
Wenn ich auf Aura-Effekte gehe, auf dem Aura-Creator. So, muss ich hier wieder auf PC-Komponenten. Und siehe da, hier ist wenigstens die Grafikkarte mit drin. Aber ich habe keinen Bock hier mit diesem Programm hier rumzuspielen, rumzuarbeiten, mich reinzudenken. Für die zwei, drei unterschiedlichen Effekte, was ich will. Tja, wäre jetzt hier bei Geräte der Rest verfügbar, könnte ich eventuell den Terminal abändern. Und Leute, jetzt kommt das Allerbeste. Ich mache hier jetzt das Aura auf. Und jetzt muss ich mir erstmal eine Brille aufsetzen. Also das ist echt hammerhart. Oh, tja. Hier diese Aura-Software. Kann ich hier nach Bereichen die Farben, also nur die Farben abändern. Ich kann, hier habe ich die RGB-Header, die Stripe. Jetzt nehmen wir mal den Dreier. Den ändere ich jetzt bloß mal schnell in grün. Übernehmen. Und dann habe ich hier hinten, den habe ich jetzt auf den Dreier angeschlossen, den Lüfter grün. Ja. Und die Farben ändern ist eigentlich das Einzige, was hiermit möglich ist. Hier hätte man noch wesentlich mehr Möglichkeiten als im hier drin, aber die funktionieren nicht alle. Der Komet wäre zum Beispiel ist sehr interessant gewesen, der Effekt funktioniert nicht. Tja, warum kann man hier maximal die Dinger rausnehmen, aber nicht die Effekte einzeln einstellen? Weil ich hätte jetzt so gerne, dass ich diesen hier vom Terminal den Ausgang einfach hier am pulsierenden Effekt draufschmeiß, aber das funktioniert nicht, weil die Software es nur zulässt, dass alles den gleichen Effekt hat. Ja, es synchronisiert nur. Die Grafikkarte habe ich eigentlich gar nirgends gefunden. Ich könnte sie jetzt hier mal schnell rausnehmen. Moment, habe ich sie rausgenommen. Dann machen wir mal IQ auf. Weil in IQ habe ich ja auch die Grafikkarte drin. Farbe pulsierend. Okay. Nee, das ist ja jetzt wieder Aura Sync. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Select all. Ist noch alles da? Oh Mann. Ich krieg die Krise. Hier haben wir's. Hier haben wir's. Moment. Dann nehme ich sie jetzt hier auch raus. Haben wir die Grafikkarte rausgenommen. Ja, kann ich hier auch nicht abändern. Doch, kann ich. Farbwechsel. Zufall wechseln. Geschwindigkeit. Beleuchtungseffekte. Zufallsfarben. Ja. Also ich bräuchte jetzt übers IQ könnte ich jetzt meine Grafikkarte abändern, so wie ich sie möchte. So ganz genau habe ich mich mit diesem Programm auch noch nicht auseinandergesetzt. Ich bin ja froh, dass ich den Speicher mir so einstellen konnte, wie ich wollte. Aber ansonsten
habe ich ein Riesenproblem. Ja, warum? Es fehlt definitiv in der Aura Software die Möglichkeit, verschiedene Anschlüsse, RGB-Anschlüsse, die ja frei adressierbar sind, sprich 4 adressierbare RGB-Header, zu 100% so zu konfigurieren, wie man möchte. Das fehlt einfach in der Software. Was soll dieser Blödsinn? Warum kann ich nicht jeden einzelnen RGB-Header einen Effekt zuweisen? Einen einzelnen, so wie ich das gern möchte. Also, da haben es mit Aura wirklich Mist gemacht, sage ich jetzt einmal. Das gehört einfach in die Software mit rein. Nee, mich kotzt es einfach an. Da kauft man sich extra so einen einzelnen oder extra so einen frei adressierbaren RGB-Header. Und dann funktioniert das nicht so, wie man will. Weil es in der Software nicht verfügbar ist. Ja, und genau das habe ich den Herrn von Asus ins Service Center oder wie das auch immer heißt, bei denen geschrieben. Wo haben wir es denn? Ja. Und zurückkam. Wir haben eine Recherche gemacht. Vor allem, es tut mir leid, dass sie die Probleme damit haben. Da es sich um ein Softwareproblem handelt, würde ich empfehlen, ein AmeriGrade Software, Aura und Windows neu zu installieren. Möglicherweise ist ein Fehler mit dem Betriebssystem aufgetreten. Ganz genau. Weshalb die Software Amori und Aura neu installiert werden sollten. Wenn das Problem erneut auftritt, installieren Sie Windows vollständig mit dem Multimedia blablabla Tool, hau mich tot. Wir haben tatsächlich eine Anleitung geschickt, um Windows neu zu installieren. Geht's noch? Die haben ganz einfach die Software nicht hundertprozentig geschrieben. Ist meine persönliche Meinung. Tja. Was mache ich jetzt, um doch noch meinen Effekt da unten reinzukriegen? Das Pulsieren. Weil ich wollte ja umbauen. Den Wasserkühler in die Front rein. Ich hoffe, dass es dann ausreicht, dass die Wasseranschlüsse unten sind. Dass, wenn sich mal Luft bildet, der oben im Radiator oder die Luft oben im Radiator hängen bleibt und nicht von der Pumpe dann angezogen wird. Tja, wenn es nicht geht, muss ich die Anschlüsse oben hin machen. Aber ich habe jetzt noch eine Idee, wie ich doch noch meinen Effekt nach unten kriegen kann. Moment. Tja, und welche Idee ist das? Das Original Steuerteil, was bei dem Tower dabei war. Sprich, ich werde die übrigen RGB-Lüfter, was beim Wasserkühler dabei waren, weil das wird ja dann durch die original eingebauten gelüftet, der Radiator, 2 Stück unten reinsetzen, wenn sie denn dann noch reinpassen und nicht nur einer. Vielleicht noch ein RGB-Stripe dazu und die über dieses Teil ansteuern. Und ja, den, wenn es klappt, dann den Dauereffekt pulsieren geben. Dann habe ich den unteren Bereich, meinen gewünschten Effekt, kann ich halt per Software nicht abändern. Nur immer über dieses Teil, aber es würde dann funktionieren. Tja, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, was ich sehe.
Die restlichen Farben möchte ich ja alle gleich haben. Wenn ich schon die Effekte nicht einzeln ansteuern kann, dann kann ich auch das ROG Aura Terminal wieder aus dem Rechner rausreißen. Das habe ich jetzt eh bloß provisorisch hinten reingeklatscht und schnell angeschlossen. Und dem dann irgendwann einmal seinen eigentlichen Verwendungszweck zuführen. Der wäre nämlich eine spieleabhängige oder monitorabhängige Hintergrundbeleuchtung am Monitor. Es gibt recht geile Effekte. Und ja, das dauert aber noch. Dann, wenn es dann soweit ist mit dem Teil, da mache ich dann wieder ein extra Video dazu. Da gibt es dann eben dann Monitor-Hintergrundbeleuchtung. Aber in dem Sinne fliegt der jetzt dann wieder raus. Bringt mir ja nichts im Gehäuse. Leider. Und wenn sie doch irgendwann einmal so schlau sind und die Aura-Software so umschreiben, dass man wirklich alles damit machen kann, dann überlege ich mir, ob ich mir nicht nochmal so ein Terminal dann kaufe. Wenn es mir am Monitor hinten gefällt, bleibt es dann dran und setzt dann wieder einen hinten rein, dass ich das eben separat dann wirklich von Hand steuern kann über die Software. Ja, aber jetzt nochmal zu dem Mini-Bild. Moment, gehen wir nochmal auf den Monitor. Tja, sprich, jeder, der eine höhere Auflösung fährt, je höher die Auflösung, desto kleiner wird dieses blöde Bildchen, dieses Fenster. Normalerweise, wenn ich an eine Ecke gehe, kann ich es größer und kleiner machen. Funktioniert hier nicht. Funktioniert nicht. Was soll das? Je höher die Auflösung, desto kleiner das Bild. Ich kann es auch nicht auf Vollbild machen. Hab hier gar nichts. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine versteckte Anwendung, wo man das machen kann. Aber ja, der Otto-Normalverbraucher hockt dann vor dem Monitor mit so einem winzigen Bild, wenn er eben eine große Auflösung fährt. Und das ist nämlich schon mal der erste Witz an dem Programm. Ansonsten, wie gesagt, finde ich die Aura-Software, wenn man alles miteinander synchronisieren will, richtig geil. Aber in dem Falle, ne, ist richtig madig. Von möglichen 6 Schulnoten würde ich Aura die Note 4 geben. Ist meine persönliche Meinung. Wenn nicht sogar eine 5. Nee, also Synchronisation schön, der Rest Kacke, Müll. Kann ich nicht anders sagen. Kann ich echt nicht anders sagen. Also Leute, das war mein Fazit zu der Aura Software. Ich bin einfach persönlich der Meinung, da sollten Sie sich nochmal hinhocken und das ordentlich umschreiben, umprogrammieren, dass man wirklich einzelne RGB-Header, RGB-Anschlüsse wirklich richtig zu 100% steuern kann und nicht sowas. Ne, finde ich nicht gut. Ja, und den Terminal selber kann ich ja auch nicht zu 100% steuern. Ach, nee, gefällt mir gar nicht. Gefällt mir absolut nicht. Bin ich nicht zufrieden. Bin ich nicht glücklich. Aber ich habe ja gesagt, was ich vorhab. Das werde ich noch ausprobieren. Und im nächsten Hardware-Ecke-Video werde ich dann eben den PC nochmal soweit umbauen, dass eben
der Radiator an der Front ist, beleuchtete Lüfter unten drin, RGB-Stripe unten drin. Dann habe ich mir noch zusätzliche RGB-Stripes gekauft, weil ich ja gedacht habe, man kann vielleicht die RGB-Stripes extra beleuchten, extra Beleuchtungseffekt, aber das wird ja dann auch wieder nicht funktionieren. Das wird dann auch bloß im Gesamten mitlaufen. Tja, alles blöd. Da ist eventuell Corsair etwas weiter. Da hätte es gehen können, aber ja, ich habe mir gedacht, bleibe ich bei Aura. Fehler. Nun gut, was noch kommt, ich hoffe, dass ich ja dieses Wochenende noch zum PC umbasteln komme, weil nächste Woche dann kommen ja die Ryzen 5000er in Handel, das Release, dass man sie endlich kaufen kann. Da warte ich nämlich schon sehnsüchtig drauf, weil ich möchte mir auf alle Fälle ein 5950X reinklatschen. Mhm. Den größten, was man dann kriegt. Das habe ich mir eingebildet. Dazu habe ich was anderes verkauft, dass ich die Kohle habe. Naja, was werdet ihr dann sehen, wenn wir mal hinten stehen und die Kiste umbauen. Da werde ich dann nochmal darauf eingehen, weil aus dem Ärmel schütteln kann ich es mal nicht, weil ich habe nämlich keine. Blöd. Nun gut, das war's dann mit meinem kleinen Aura-Abläster-Video. Die Technikbegeisterten hat es vielleicht interessiert. Alle anderen haben es hoffentlich übersprungen. Und Leute, wir sehen uns hoffentlich doch im nächsten Grillvideo, weil heute Freitag, morgen Samstag, Zeit zum Grillen. Mhm. Da habe ich schon ein paar Pläne. Yam, yam. Okay, hasta la vista und tschüss, wir sehen uns.